Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breath Edge. Wir sind dabei stehen geblieben, unsere Schere herzustellen und haben auch schon im Vorraum den ein oder anderen Stofffetzen abgearbeitet, haben einige Sachen herausgefunden und den ein oder anderen coolen Ort gefunden, den wir auf jeden Fall noch weiter untersuchen müssten, was wir zeitlich aber immer schwierig nur schaffen, ne? Also von unserem Sauerstoff her sind wir ja wirklich sehr begrenzt, was das betrifft, aber wir können hier überall mal nochmal schauen. Nicht, dass wir hier irgendetwas übersehen. Und dann am Ende ärgere ich mich, ne? Hier war ja der Hamster drin, womit wir so auch nichts anfangen können. Ne, wir müssen wieder zurück. Ein bisschen Sauerstoff haben wir noch. Wir können uns zur Not auch mal so eine Flasche gönnen, falls ich noch eine im Inventar habe. Unten, die Alarmleuchte geht ein bisschen an. Ja, danke, ich weiß. Siehst du? Ich glaube, das ist dieser Strahlenwert, ne? Umso weiter wir uns entfernen von unserem Raumschiff, umso gefährlicher wird es dann auch draußen. Ich weiß auch nicht, ob hier noch Gegner auf uns lauern oder irgendwie was anderes. 57, 65 brauchen wir noch nicht. Brauchen wir noch nicht. Wir mussten nur mal eben hier einen Schluck Sauerstoff tanken und düsen mal wieder nach hier unten, wo wir ja auch Sachen gefunden haben. Und hier ist ja dieser Raum, ne? Wo gesagt wurde, hier, wenn du da reinkommst, das ist der Jackpot. Das ist cool. Das werden wir aber, glaube ich, so nicht schaffen. Wir gehen da aber mal gucken. Komm, geh da mal hin. A damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner's damage data to the scanner's scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You will need a scanner. Okay. I used the word scanner 8 times. Oh, geil. Fängt gut an, ey. Ja, er hat nur noch mal gesagt, dass wir einen Scanner brauchen, um den Scanner zu scannen, damit wir scannen können. Und er hat gerade noch mal am Ende gesagt, dass er 8-mal Scanner gesagt hat. Ah, ist ein Traum. Ist herrlich. 4, 3, 2, 1. Oh, Leute. Wer liebt das Risiko? Ich gar nicht so. Aber gut, können wir nichts dran ändern? Wir haben leider noch nicht das Material, um uns hier irgendetwas zu bauen. Ne? Wir haben Kondom, Draht, Plastik. Ah, wir haben noch kein... Oder? Haben wir so ein Klebeband mal gefunden? Nee, ne? Tape? Nee, hatten wir nicht. Wir haben hier ein bisschen was von dem Gummizeug. Plastik, Stoff. Ja, wir brauchen mehr Blueprints. Ne? Wir brauchen mehr Rezepte. So, jetzt habe ich es auch. Equipment, Tools, ja. Hier sagen die einen Scanner. Guck mal. Metall, jetzt können wir einen herstellen, weil wir den Scanner gesehen haben. Also ist der Typ ziemlich schlau. Der guckt sich was an und weiß direkt, wie es gebaut wird. Was brauchen wir dafür? Licht haben wir. Glühbirne haben wir. Plastik können wir pinkeln. Metall haben wir auch. Eine Batterie brauchen wir noch. Guck mal, wir gehen nochmal Pipi machen. Vielleicht machen wir ja ein bisschen Plastik. Lassen wir uns mal überraschen. So, bitte triff. Ist gar nicht so einfach. Hast kein Fadenkreuz dabei, ne? Da ist Plastik. Sehr cool. Jetzt haben wir Plastik. Das Einzige, was uns dann fehlt für einen Scanner, den wir definitiv brauchen. Metall haben wir eine Batterie. Eine Batterie fehlt uns nur. Können wir auch eine Batterie pinkeln? Also das ist unglaublich, ne? All das, was aus dem rauskommt, das ist ja schon ein bisschen eklig. So, Wasser. Wir müssen gleich... Ne, wir können uns einmal noch Wasser herstellen. Sonst müssen wir gleich unbedingt mal nochmal Eis wieder sammeln. Weil das wird sonst ein bisschen zu knapp, ne? Das wird sonst einfach ein bisschen knapp wird's schon. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir vielleicht irgendwie, wenn wir so die Pflanzen scannen und so, vielleicht können wir da ja irgendwie auf die Pflanze Pipi machen. Können wir so auch. Wir können einfach alles anpinkeln. Okay. Ich dachte, da wird dann vielleicht irgendwie das gefiltert oder so, weißt du? Vielleicht können wir damit ja irgendwie was machen. So, wir brauchen eine Batterie. Wo wäre ich, wenn ich eine Batterie wäre? Wahrscheinlich hier oben, ne? Das sieht irgendwie so aus, aber das ist auch ganz schön gefährlich. Warte mal. Kann ich da was draufpacken? Nee, kann ich nicht. Da kommen überall Funken raus. Kann den... Nee, ich weiß, dass ich das noch nicht habe. Wir gehen gleich mal in die Seite rein, in unser Raumschiff. Vielleicht können wir von der anderen Seite... Da habe ich gar nicht geguckt. Schande über mein Haupt. Da habe ich echt noch gar nicht geguckt. Die Tür, da kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich, weil die andere Seite kaputt ist, ist das notverriegelt. Und deswegen kommen wir nicht auf die andere Seite. Ach, guck. Mensch, vielleicht habe ich ja Glück.
Wenn das jetzt stimmt, ne? Dann schäme ich mich ein bisschen. Okay, da konnten wir nur was kaputt machen. Nee, ja, siehst du, das ist die andere Seite. Okay, hier können wir nichts mitnehmen. Wir haben aber noch ein bisschen Sauerstoff. Ein bisschen haben wir noch. Ich gucke ganz genau. Das ist nochmal Metall. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. Da, da, das sieht aus wie Batterie. Warte mal, da gehen wir gleich hin. Eben Sauerstoff auffüllen. Ich bin da ja eher so der sichere Spieler, ne? Ich bin da nicht so der, der sagt, nee. Ja, ist ja gut. Der da irgendwie sagt, komm, jetzt mache ich aber mal, ne? Metall hier rein. Eine Flasche Alkohol, ja wann? Durst, oh, die macht uns durstig. Plus 25 Grad Temperatur. Okay. Vielleicht heilt uns ja der Alkohol, ich weiß es nicht. Na, dann würde ich mir eine Flasche gönnen und dann würde ich mich wahrscheinlich hinlegen. Das probiere ich gleich mal aus mit dem Hinlegen. Geschlafen haben wir noch gar nicht. Hier, da, du siehst doch aus. Ich würde dich gerne mitnehmen. Ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Okay, ich kann hier wirklich nichts anklicken. Ich habe gerade wild auf dem Maus rumgekloppt. Und alle Tasten und Hotkeys, an die ich mich erinnern konnte. Ja, dankeschön. So, jetzt legen wir uns mal hin. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich will mich jetzt mal hinlegen und gucken, wie das ist. Da ist es so eklig mit diesen Flecken hier im Bett, ne? So, schlafen. Hunger minus Lebenspunkte. Zack, guck, geil. Okay. Cool, dann können wir uns so heilen. Kriegen aber Hunger und Durst. Ist ja normal. Ja, das reicht, das reicht. So, wir sterben eh nicht so schnell, glaube ich. Außer ich packe irgendwie ein Stromkabel rein. Ja, Wasser. Ja, müssen wir aber. Wir müssen leider essen und trinken. Okay, das heißt jetzt gleich nochmal Eis sammeln. Wenn wir Eis sehen, nehmen wir es mit. Wenn ich dran denke. Jetzt sehe ich natürlich nichts, ne? Gucken wir mal auf dieser Seite hier oben nach. Ob hier irgendwas Verdächtiges rumfliegt. Hier hinten waren wir auch noch nicht. Oh, hier ist viel Wasser. Oh, hier ist viel Wasser. Mitnehmen. Bitte. Das sieht auch aus, als ob wir das andere hier alles bohren können, ne? Oh, 20. Da ist unser Schiff. Ja, ich weiß es. Ich glaube, das wird zu knapp. Hm. 3, 2. Leute, ey. Ja, ich meine, ich könnte mir zur Not auch mal so einen Möppel gönnen. Wir stellen uns mal einmal Wasser her, ne? Einmal Wasser herstellen. Ich meine, so ein Tank, ne? Könnte ich mir mal reinziehen, aber... Ich sag's mal so, ich nutze so eine Dinge eigentlich immer lieber erst, wenn es wirklich, wirklich, wirklich gefährlich wird und riskant. Zur Not haben wir ja noch einen Lebenspunktbalken, den können wir auch noch ein bisschen aufbrauchen, ne? Sag ich mal ganz doof, ne? Ein bisschen Lebenspunkte können wir auch verbrauchen. Hier unten war das die Toilette, Scheißhaus, wie man es dann auch immer betiteln möchte. Freezing Danger, was willst du von mir? Okay, also können wir nicht viel weiter raus. Da brauchen wir erst einen besseren Anzug für. Und dafür brauchen wir andere Sachen, ne? Ah, wir können hier nichts machen, ne? Einen Handy-Scrapper brauchen wir, den wir irgendwo mit herstellen können. Was ich noch nicht weiß, wie. Ich glaube, der war noch nicht in unserem Inventar drin, ne? Da unten hängt noch was raus aus dem Schiff, da gucken wir gleich mal nach. Die Dinger, die da raushängen, guck mal, wir können eigentlich direkt hier bleiben, ne? Wir füllen uns hier mal eben schnell auf. Nee, nicht raus. Uiuiui, du, hier ist man auch. Ich mach mal hier den Stabilisator an. Dann flippern wir hier nicht so durch die Gegend. So, hier unten hing was aus dem Schiff. Hier, da, da. Ach, das ist eine Düse. Na, okay. Du bist nur ein Karton, ne? Ja, du bist nur ein Karton. Mit dir kann ich nichts anfangen. Mit dir auch nicht. Da ist auch nichts drin, ne? In den Kartons? Nee. Ich kann die nicht anklicken, das ist schade. Und da hinten laufe ich Gefahr zu erfrieren. Das heißt, da müssen wir dann wahrscheinlich wirklich mit dem besseren Anzug rein. Ich
guck mal eben in die Blueprints. So ein Handy-Scrapper hatten wir da jetzt noch nicht drin, ne? Tools? Drill? Ne. Items? Metall und Batterie, ja, haben wir nicht. Eine Batterie, wie können wir eine Batterie herstellen? Warte mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Aber es gibt auch mehrere Stationen, ne, die wir dann kriegen. Aber wir haben es ja in dem Tutorial-Video, Survival-Guide, wie man es dann auch nennen will, 2P or not 2P, haben wir das ja gesehen, dass wir da so ein paar Sachen brauchen. Kann ich den Kabelsalat hier abschneiden? Gucke mal. Gucke mal. Einfach mal hin und draufklicken. Super, da haben wir schon ganz viele von gesehen, von diesen Dingern. Also ich auf jeden Fall, aber nie mitgenommen. Kacke. Das ist ja echt mal bescheiden, aber hier. So, alles mitnehmen. Braucht ihr eh nicht mehr. Scannen, ich habe keinen Scanner. Hier gehen wir gleich nochmal hin. Das ist nah dran und da ist viel. Ich glaube, wir sind schon viel zu weit. Ich glaube, ich muss erstmal die nähere Umgebung hätte ich erstmal checken müssen. Guck mal hier. Siehst du, jetzt haben wir wieder Draht. Dreimal Wasser. Und einmal essen. Okay, wir gehen hier oben wieder hin. Da hing der Draht. Ich kann dich wahrscheinlich wieder nur kaputt machen. Hast aber... Geht nicht. Hier, guck mal, kriegen wir wieder Stoff mit. Noch mehr Stoff. Da ist auch Licht an. Gut zu wissen. Ich habe hier ja letztes Mal nur die Leiche mitgenommen, ne? Achso, das können wir auch nur kaputt machen. Hier, da ist nochmal was. Können wir wieder Draht mitnehmen? Geil. Das ist richtig gut. Also so kriegen wir richtig Material zusammen. Wir haben zwar keinen Platz bei uns... Da hast du gesehen, an der Düse hing auch was dran, an der einen Seite. Mal eben schnell... jetzt geht's aber hier... Hallo? Bitte hier gerne rein, danke. Da wurde ich ein bisschen panisch. Ein ganz bisschen... Ja, eine Musik, ne? Ist nicht so meins, aber vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. So, jetzt gehen wir dann nochmal zu dieser Düse hin. Da hing was dran. Da hing doch was dran. Können wir da rein? Nee, schade. Hier da. Was bist du denn? Achso, einfach nur zerdellt. Okay, mit so Beulen können wir natürlich nichts anfangen. Guckt hier noch Draht raus. Wir wollen jetzt ja keine Ressourcen verschwenden. Jetzt wissen wir ja, dass wir den Draht auch abfribbeln können. Okay. Schade. Dann gehen wir gleich nochmal zurück, wo wir die ganzen anderen Sachen gekriegt haben. Erstmal, also wir essen jetzt mal was, plus 25 und wir trinken auch mal einen Schluck. So, siehst du, jetzt ist er auch wieder zufrieden. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ne? So wie es vorher bei ihm war, ist natürlich alles besser. Was bist du da oben? Ach ne, dich können wir wieder nur kaputt machen. Ach so, und dafür brauchen wir jetzt einen Scrapper. Haben wir alles nicht. Das sieht aus wie ein Stück Fels, Stein, Brocken, was auch immer. Hier sagt er mir genau das Gleiche. Ich wollte einfach nur nochmal diesen Sound hören. So, und hier können wir auch nichts mitmachen, ne? Können wir nicht öffnen. Okay, wieder zurück. Ich hätte gerne eine Düse, weißt du? So einmal tscht und dann... Das wäre geil. Wir gucken gleich mal oben auf unserem Schiff nach, ob da noch irgendwie was ist. Also irgendwo muss ja hier noch ein Blueprint oder irgendwie was sein, dass wir damit schneller was anfangen können, ne? Weil es gibt halt ein Teil, was wir brauchen und dafür finden wir einfach nicht die Sachen. Irgendwo muss hier doch in der Nähe was sein. Ich bin hier schon mal übers Schiff getänzelt. Okay. Dankeschön, dass er uns sagt, dass wir Glück hatten. Dadurch, da hinten werden wir wahrscheinlich erfrieren. Kann man nicht einfach aus diesem Fenster rausgucken und hier drin bleiben? So, also kann man natürlich auch die Umgebung schlecht erkunden, ne? So, erkunden ist hier gleich null, ne? So, hier unten waren wir aber auch noch nicht. Unten, der sagt wieder Danger. Aber solange die uns nicht warnen... The shuttle's plating is blue. These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. Okay, die sagen uns hier, wir hatten hier ein bisschen was, was uns geholfen hat. The rescuer spacesuits are like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work, as they don't require recharging. I propose we loot the corpse for scientific purposes. Okay, wir sollen die
Körper untersuchen aus wissenschaftlichen Gründen. Oh, das schaffen wir nicht. Nee, das schaffen wir nicht. Ich gönne mir mal so einen Tank. Ah, nee, ich gönne mir den nicht. Wir werden nicht sterben. Wir kriegen aber verdammt viel Schaden wahrscheinlich, bis wir da sind. Boah, das klingt aber auch fies. Das sag ich dir. Und es wird gespeichert, oder was ist hier oben los? So, wir können jetzt ein Flashlight herstellen. Taschenlampe? Flashlight. Batterie? Ja. Gut, alles Sachen, die wir nicht haben. Aber wir kommen voran. Wir kommen voran. Wir kriegen nicht die Rezepte, die ich gerne hätte. Aber wir kommen voran. So, ja, die Sachen, ich lasse die mal im Inventar. Das ist nicht so schlimm. Ressourcen. So, Batterie. Ja, ist in diesen Dingern drin. Können wir aber nichts mitmachen, weil wir diesen Scrapper brauchen, ne? Und den können wir noch nicht herstellen. Aber den Scanner, den konnten wir auch noch nicht herstellen, ne? Was fehlt uns noch für den Scanner? Auch eine Batterie, ne? Ich meine auch eine Batterie. Ja, natürlich. Metall, Batterie, Plastik. Den Rest haben wir. Nur die Batterie fehlt. So, ne, pennen lege ich mich noch nicht. Da kann ich nicht rein, oder? Gut, dann gehen wir wieder los. Vielleicht nicht ganz so weit. Vielleicht gucken wir mal hier unten. Zur Not gönne ich mir gleich so eine Sauerstoffflasche. Ich will hier unten mal gucken. Das schaffen wir eh nicht. Von der Zeit her. Boah, das ist viel zu weit weg. Das ist ja sowas von viel zu weit weg. Selbst das hier ist schon zu weit. So, wie kriegen wir einen Scrapper? Und wo könnte der sich verstecken? Das ist ja die Hauptfrage, ne? Die anderen Sachen finden wir ja alle, wenn wir die Leichen durchsuchen, ne? Dann finden wir ja die ganzen... Vielleicht, ich mache einfach nochmal Pipi. Vielleicht pinkel ich ja irgendwie ein anderes Teil mal aus. Ne, ist wieder Plastik. Okay, Plastik, das heißt, wir legen uns mal kurz schlafen, dann gönnen wir uns was zu trinken und was zu essen. Also heilen wir halt ein bisschen wieder hoch, ne? Ich meine, ihr habt ja gerade selber gesehen, da ist mal kurz, hast du keinen Sauerstoff mehr und zack, dann ist halt schlecht. Durst kriegen wir ganz schön viel, muss ich wirklich sagen. Oh, ausgeschlafen? Ich habe dir aber nicht gesagt, dass du aufstehen darfst. Gut, dann trinken, essen geht noch. Über 50%, das ist alles okay. Und dann suchen wir hier unten mal wieder Freezing Damage, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Zack, siehst du da? Ich muss hier aber rein. Oh, guck mal. Unser Dings beschlägt. Depressurization may occur in the vicinity of the toilet pump when the waste tanks are damaged externally. It is highly recommended not to sit on it during such moments. Ja, da wurde wohl jemand in die Toilette reingesogen wegen dem Unterdruck, deswegen guckt sein Daumen da raus. Heißt es so, Arm raus mit Daumen hoch. Wie geil, ich habe keine Ahnung, was wir gerade aufgehoben haben. Sah aber gut aus. Wir kriegen wieder ein bisschen Schaden, damit können wir leben. Also wir kämpfen gar nicht so gegen wirkliche Feinde, sondern einfach nur gegen alles andere, ne? Was warst du denn hier? Was bist du denn? Was ist das? Ein Schavaram? Hm, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein ekliges Tier. Womit wir eh nichts anfangen können. Und wir auch eh nirgendwo Platz haben, ne? Was? Ich finde das einfach eklig. Drop, nee, ich weiß nicht, ob wir die Sachen alle behalten müssen. Weil dann hätte ich ja die Bilder auch quasi hängen lassen können, ne? Wenn die eh nur im Inventar, jetzt das Inventar zumüllen. So, da haben wir auf jeden Fall wieder was gefunden.
So, wo bist du? Bist du hier oben? Nee, ne? Da waren wir auch schon. Siehst du, der sagt hier auch das Gleiche, ne? Ein Scrapper wird benötigt. Den können wir aber nicht herstellen. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Irgendeine Kleinigkeit, die ich am Anfang übersehen habe. Und deswegen kommen wir jetzt gerade nicht so richtig voran, ne? Ah, die Musik ist immer schön, ne? Kommst du nach Hause, hast hier deinen Buddy sitzen. Der ist so ein bisschen in sich zusammengesackt, aber das ist kein Problem. So. Okay. Und damit können wir besser dann steuern quasi. Ach, dafür brauchen wir so ein Ding. So ein Schwabberrahm. Teil und gelbes Wasser. Ja, das ist ja kein Problem. Da haben wir ja sogar ein bisschen was, ne? Das Einzige, was uns dafür wieder fehlt, ist das Metall, ne? Gucken wir mal hier weiter nach. Das haben wir. Zweimal... Ach, guck mal, das müssen wir herstellen. Mit zweimal von diesem Rubber haben wir jetzt ja nur einmal. Und damit können wir dann dieses Tape herstellen. Das habe ich gerade noch gar nicht gesehen gehabt. Tools, Items... Ist das wird. Ach, hier ist es. Da, guck. Ja, danke, ich weiß. Fabrikat. Damit könnten wir uns das herstellen. Dann würden wir ein bisschen Platz im Inventar kriegen hier oben, ne? Wir stellen uns mal einmal so ein Ding her. Ist wahrscheinlich auch viel groß, deswegen werden wir genau keinen Platz haben. Aber wir stellen das mal her. Ist nur zwei groß. Ha! Sau cool. Ah, wir haben ja auch nur zwei rausgenommen, weil wir zwei im Inventar hatten. Hervorragend. So kriegen wir natürlich nie Platz. Oh, ich muss essen und trinken. Dann müssen wir uns irgendwann mal wieder ein bisschen Grütze besorgen, ne? So ein bisschen was. Ich meine, da fliegt draußen genug noch von rum, aber wir kommen nicht so schnell voran, wie ich das wohl gerne hätte. Und hier unten ist immer noch dieses Handschellen-Symbol. Hier ist Wasser. Nimm mal ein bisschen was mit, ne? Ich weiß, dass ich eigentlich immer was anderes vorhabe. Und dann fängt man an zu sammeln. Da ist wieder irgendwas, was wir kaputt schlagen können. Nehmen wir mit. Ich weiß, warte mal. Jetzt probieren wir das mal aus. Plups. Hier sind, ist ein Handschellensymbol. Aber wir können da nichts mitnehmen, ne? Kriegen wir die Glühbirne hier noch raus? Ja. Okay, wir haben eigentlich gut was gesammelt. Jetzt müssen wir zurück. Haben jetzt ein so ein Ding verbraucht, ne? Das war ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es überflüssig war, aber ich sag mal, für einen Stoff und eine Glühbirne. Wir gehen gleich mal da oben zu dieser Wand, die da oben rumfliegt, wo die nette Dame zu sehen ist. Siehst du, jetzt haben wir ein bisschen Wasser wieder gesammelt, das ist okay. Und eine Glühbirne, das ist auch völlig okay. Und jetzt gehen wir mal hier oben hin. Ist hier noch... A model from the advertisement of the Global Funeral Agency. She looks good even without her head, but I wouldn't recommend touching the picture, as it could be regarded as sexual harassment. Ja, wir sollen es nicht anfassen, das wäre sonst eventuell sexuelle Belästigung. Dann machen wir das natürlich auch nicht. Geil! Okay, das kriegen wir da raus. Das ist ja cool. Okay, cool. Wir haben wieder so ein Gummiband gekriegt. Das stackt aber auch nicht, ne? Ich glaube, das stackt nicht. Oder? Stackst du? Nee, tust du nicht? Natürlich nicht. Wieso auch? Wieso sollte sowas auch stacken? So, was stellen wir jetzt nochmal mit dem Zeug her? Ich weiß nicht. Erstmal müssen wir uns eigentlich Essen herstellen. Weil da haben wir nichts mehr von, ne? Glaube ich. So, Equipment. Plastik hätten wir. Können uns... Wir haben halt noch nicht das bearbeitete Metall, ne? Viermal
Eis. Da können wir natürlich auch später ein bisschen was abernten. Ich würde aber lieber sagen... Ach doch, können wir wohl herstellen, ne? Dafür brauchen wir 4-mal Metall. Ja. Das heißt, wir hätten quasi alles dafür fertig, ne? Für das Ding. Damit können wir uns quasi... Okay. Müssen wir eben kurz gucken. Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen... Roll of Fabric. Das haben wir doch schon hergestellt, ne? Okay, und 4-mal Aluminium. Plastik 2-mal. Kondom haben wir auch. Plus 25 Sauerstoff. Das fände ich halt ziemlich cool. Also das fände ich halt wirklich cool. Dickes, elektrisches... Kabelzeug. Das machen wir wahrscheinlich, machen wir das mit Draht, oder? Da. Nee, 2-mal Rubber. Warte mal, ich nehme da jetzt was mit. So, ich nehme da jetzt was mit. Wir basteln mal ein bisschen. So. Basteln mit Glückspilz. Das kann nur in eine Hose gehen. So, jetzt stellen wir das mal her. Einmal. Und jetzt sagt er doch hier... 2-mal Plastik und ein Kondom. Das haben wir doch. So. Das kann hier mal rein. Dann brauchen wir nochmal Plastik. Das haben wir ja letztens mal ausgepinkelt. Und das Kondom haben wir ja gefunden. Und jetzt können wir uns das doch herstellen. Da. Und jetzt sind wir gleich bei 75, oder? Ne, 25. Equip. Ach, guck. Jetzt sind wir bei 75. Sau cool. Richtig, richtig geil. Also das freut mich wirklich. Jetzt haben wir 75 Sauerstoff. Das bringt uns natürlich zu ganz anderen Orten. Ja, eigentlich wahrscheinlich nicht, aber die Hoffnung steht zuletzt, ne? Okay, das Herstellen ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen, in diesem Spiel. Guck mal, Nahrung könnten wir uns noch herstellen, Wasser können wir uns auch herstellen. Müssen wir uns also keine Riesengedanken machen. Was stellen wir uns denn nochmal her? Mal gucken. Also, den haben wir uns hergestellt. Plastik kriegen wir, Aluminium haben wir halt nicht. Das könnten wir uns auch herstellen. Dafür bräuchten wir, müssten wir uns dann dieses Metall herstellen. Also 4-mal Metall daraus. 1, 2, 3, 4. So, dann... brauchen wir... Achso, Moment, ich muss ja... Ach Gott. So, das haben wir dann. Geil, und das braucht nur einen Platz. Ja, cool. So, und jetzt brauchen wir das Wasser. Das können, haben wir auch. Also stellen wir uns das mal her. Mal gucken, was das alles bringt, ne? Ist so ein bisschen Try and Error, aber ich denke, das rüste ich dann aus. Oder? Equip. Zack. Und was bringt das jetzt? Genauigkeit plus 25. Was bläht denn da jetzt für einen Balken auf? Da rechts. Siehst du das? Siehst du das da neben meiner Maus? Da lädt jetzt so ein Balken auf. Okay, wir haben jetzt mehr Sauerstoff und irgendwie was für... Ich weiß nicht, ob das Geschwindigkeit bringt oder irgendwie so. Sollte auf jeden Fall nur genutzt werden. Ach, das lädt jetzt so ein bisschen auf, ne? Jetzt ist voll und wahrscheinlich können wir das gleich betätigen und dann... Das ist wahrscheinlich diese Düse, von der ich geredet habe. Warte mal. Ja, ja, mit Shift. Geil, guck. Das ist ja sau cool. Das ist ja richtig cool. Okay, dann sind wir wirklich schneller unterwegs. Dann können wir mehr untersuchen. Dann kommen wir wirklich besser voran, ne? Den können wir noch nicht. Was ist hier? Einfach nur ein Loch drin. So, gucke mal, jetzt können wir hier auch mal richtig mal so Sachen untersuchen und mal angucken, ne? Ohne, dass wir sofort Angst haben müssen zu verrecken. Mal, ich bin immer noch daran gewöhnt, dass ich jetzt gleich wieder zurück muss. Aber eigentlich haben wir ja ein bisschen Zeit, ne? Können wir uns ja eigentlich hier wirklich mal einfach die Umgebung genießen? Geil, schön. So, jetzt wird das Spiel langsam interessant. Jetzt warnt er mich schon früher, ne? Jetzt warnt er mich schon früher.
Aber das ist völlig okay. Wir gönnen uns mal was essen. Und ich glaube, ich gönne mir auch noch mal einen Schluck Wasser. Dann stellen wir uns noch mal Wasser her. Dafür brauchen wir nur zwei. Aber wir brauchen auch für Essen eins und eins. So. Das heißt, einmal Essen herstellen. Danke. Und einmal Wasser herstellen. Zack, dann machen wir das mal leer. Und dann gucken wir gleich mal nach, was wir für den Handbohrer brauchen, ne? So, das gucken wir jetzt mal eben nach. Equipment, Tools für den Handbohrer. Metall können wir herstellen. Batterie haben wir nicht. Und das Tape können wir herstellen, wenn wir nochmal Gummi finden. Gummi haben wir jetzt nur noch einmal. Also so ein... Ja, ein Gummi halt. haben wir halt nicht so viel von. Wir können aber jetzt viel schneller von A nach B kommen, deswegen werden wir nochmal eben schnell hier ein bisschen unten nochmal ein bisschen gucken gehen. Ich finde das schade, dass es hier nicht so eine richtige Außenansicht gibt, ne? Aber ist trotzdem ordentlich, was wir verbrauchen. Ist trotzdem ordentlich, was wir verbrauchen. Ich glaube nicht, dass wir... Ja, doch. Doch, wir kommen über. The shuttle was flooded with paint during the crash. Even the service center wouldn't be able to clean it from the inside. It's impossible to repair it. The paint itself also has no value after freezing. Okay, kann ich hier irgendwas aufmachen? The safe is private property and the Global Funeral Agency is indifferent to the fact of its opening. The Breath Edge Global Funeral Agency. We care about your reputation. Geht nicht. Okay, schade. Oh, wir müssen zurück. Oh, wird knapp. Oh, Mist. Da habe ich ein bisschen die Zeit verpasst. Oha. Oha. Das wird knapp. Das wird knapp. Habe ich noch so ein Ding? Nee, scheiße. Scheiße. Bitte. Bitte? Oh, 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 rein da, rein da, rein da. Ui, ui, ui. Leute. Okay, da wurde einfach nur gesagt, dass unten, das wäre Farbe, also das, was wir quasi auch für den besseren Anzug brauchen, aber wir sie nach dem Crash nicht mehr so richtig gebrauchen können oder benutzen können. Ja, dann legen wir uns mal pennen. Dann erholen wir uns ein bisschen und ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge von Breath Edge angekommen. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, dann lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt wie immer gerne was in die Kommentare und wir sehen uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Beste.